Konnichiwa beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Suntory Hibiki Japanese Harmony. Ja, wieder mal ein japanischer Whisky. Ich habe neulich erst einen probiert, ist noch gar nicht so lange her. Blende ich euch da mal den Link dazu ein. Das war der Nikka Taketsuru Non-Age. Hat mir ziemlich gut gefallen. Heute haben wir den Hibiki und Hibiki heißt im Japanischen so viel wie Harmonie. Das hier ist das japanische Schriftzeichen hierfür. Ist auch oben geätzt auf dem Korken drauf. Sehr schöne Flasche. Und hier sind so Rillen drauf ringsrum. Ich habe nachgezählt, sind 24, bisschen nachgelesen. Symbolisiert die 24 Jahreszeiten des japanischen Mondkalenders. Jo. Suntory hat 1923 angefangen mit der Produktion von Whisky, ist in der heutigen Zeit der größte Whisky-Produzent Japans. Sogar einige schottische Brennereien gehören denen. Glengarry, Ockentoschen, Bowmore. Ja? Und dass Bowmore zum Suntory-Konzern gehört, das sieht man an der Verpackung. Man vergleiche. Oben hell, unten dunkel. Und dann überall mit diesen kupfernen Linien abgesetzt, der Schriftzug Hibiki, dann hier unten die Altersangabe vorbei, Bowmore ist in so einem kupfernen Kasten, hierbei hat man dieses Japanese Harmony in Kupfer reingesetzt. Also da sieht man schon, dass die beiden zusammengehören, beziehungsweise Bowmore den Japanern gehört. Ja, und der Hibiki ist ein Blended Whisky, also ein Verschnitt verschiedener Malt Whiskys aus verschiedenen Brennereien. Meines Wissens aus der Yamazaki Brennerei und der Hakushu Brennerei. Und er enthält einen gewissen Anteil Grain Whisky. Abgefüllt ist die ganze Geschichte mit 43 Volumenprozenten, gefärbt und kühl gefiltert. So. Auch dieses Etikett, ne? Das ist so eine spezielle Pflanzenphase. Also die Flasche wirklich edel. Und hat einen Korken, das ist ja nicht wirklich üblich für japanischen Whisky. Die haben eher so einen richtig hochwertigen Schraubverschluss. Gewusst wie eingeschenkt, dann geht auch nichts daneben. Ja, da war auf jeden Fall ein Sherryfass dabei. Ein schöner, mild, weicher Sherry-Charakter liegt da drüber. Geröstete Nüsse habe ich gleich. Brennerei-Charakter kommt durch, Orange. Hatte ich bei dem Nikka, hatte ich die Orange auch ganz deutlich in Form von so einem orangen Bonbon. Nö, hier ist es eine richtig süße Orange, vielleicht auch eine Clementine. Sowas in die Richtung. Und da hinten dran ist sowas so sandelholzmäßig, so Lakritze. Ich habe es gelesen. Also ich hätte jetzt Lakritze gesagt, auf der Verpackung steht Sandelholz, so Süßholz. Ne? Das trifft es ganz gut. Schöne Nase. Harmonisch, mild, weich. Gefällt mir echt gut. Würde jetzt bei einem Blind Tasting würde ich da nie auf einen Japaner schließen. Ne? Also das hat schon, kommt schon gut an so einen weichen Schotten ran. Vielleicht. Ja, könnte auch ein Ire sein, so ein dreifach destillierter, also schön weich, angenehm, harmonisch in der Nase. Seidig im Mund, oh ja, schönes Wechselspiel aus würzigem Ingwer, der Frucht von der Orange, kein, nicht säuerlich, wie die Orange manchmal ausfällt, nee, die ist süß. Ja, jetzt schön diese leichte Schärfe vom Ingwer, die prickelt vorne auf der Zungenspitze. Abgang, ja, auch mittellang, mit einer wunderbaren Honigsüße. Schön. Kommt im Aroma Eiche, aber nicht die amerikanische Weißeiche, die man so kennt
und auch nicht die europäische Eiche. Nee, das muss diese japanische Eiche sein. Misonara nennt die sich. Die ist nämlich anders. Interessant. Sehr schönes Wechselspiel aus leicht würzig, leicht süß. Oh, Vanille da. Jo, so lasse ich mir einen Blend gefallen. Ne? Schönes Teil, wirklich. Bei den Schotten sage ich aus Prinzip Single Malt Whisky, da brauche ich nicht unbedingt einen Blend. Bei den Japanern ist es mir egal. Das ist ein Blend, der ist Hammer. Wirklich, gefällt mir echt gut. Stellt sich nur die Frage, japanischer Whisky und die Katastrophe in Fukushima, inwieweit hat das einen Einfluss drauf? Ich habe da im Video zum Nikka schon was gesagt. Hier kurz noch. Solange der Whisky, den ich hier vor mir habe, zum Zeitpunkt der Katastrophe im Fass war, mache ich mir da nicht viel Gedanken. Ne? Es wird eher kritisch, wenn er zum Zeitpunkt der Katastrophe noch in Form von Gerste auf dem Feld stand. Ne? Also der Genießer von japanischem Whisky, der wird sich in den nächsten Jahren da intensiver mit dem Thema befassen müssen. Und ich will nicht hoffen, dass wir hier jetzt mit dem Geigerzähler in der Zukunft an unseren Whisky ran müssen. Ne? Wenn wir sehen, wenn es soweit ist. Whisky muss 3 Jahre und 1 Tag reifen. Wisst ihr Bescheid. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein.